Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video von unserem Kanal stickerpoint.de. Und heute öffnen wir eine neue Pokémon Premium Kollektion, beziehungsweise heißen sie mittlerweile nur noch Kollektion. Und zwar handelt es sich dabei um die Affinity EX Kollektion. Wir haben, wie wir das aus den EX oder aus den Kollektionen gewohnt sind, 4 Booster am Start, eine XXL Promo und 2 kleine Promokarten, wo ich jetzt sogar sehe, das sind, glaube ich, beides sogar tatsächlich Promos, ja. Wir haben hier Sproxy und Affinity, also die Vorentwicklung quasi von Affinity. Und hier unten ist schon das Blackstar-Promo-Zeichen. In den letzten Boxen war es häufiger auch mal so, dass dort einfach ein Reprint quasi drin war, der dann ja dieses Galaxy Holo bekommen hat. Aber diesmal haben wir 2 Promokarten. So, wir machen das Ganze einmal auf. Zack, zack. Dann die XXL-Karte. Und die Booster. 2x Gewalten der Zeit. Verlorener Ursprung haben wir hier am Start. Und Paradox Rift. Coole Booster-Auswahl. Verlorener Ursprung ist aktuell, glaube ich, in mehreren Boxen so vertreten. Habe ich das Gefühl, vielleicht muss es ja quasi weg. Gönnt euch die Promos gerne im Online-TCG. Wir packen Sleeves drum. So. Ja, schauen wir uns das gerade einmal an. Wir haben hier Sproxy mit diesem richtig geilen Galaxy Holo. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, weil ich dieses Holo-Pattern halt auch einfach geil finde, auch auf dem Rand hier. Centering ist auch einigermaßen in Ordnung. Aber ist jetzt eh keine Karte, die für das Graden in Frage kommt bei mir. Und dann haben wir Affinity EX mit betäubender Speichel- und Toxinwurf. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. Während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon Toxinwurf nicht einsetzen. Okay. Also 180 Damage plus Vergiftung. Wenn mich nicht alles täuscht, macht er dann quasi 210 Damage in der ersten Runde. Oder beziehungsweise mit dem Angriff, weil Gift 30 abzieht. Ja. Weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so die spielstärkste Karte. Aber cool aussehen tut sie auf jeden Fall auch mit dem Holofoil hier in den Augen von Affinity. Und das Ganze haben wir noch einmal als XXL-Karte. Die ja einfach immer mit dabei sind. So, wir gehen rein in die Packs. Wir haben hier verlorener Ursprung. Dort können wir geile Pikachu-Karten ziehen. Oder Giratina Altart zum Beispiel. Wir schauen einfach mal rein. Wir haben die Schadenspumpe. Vipitis. Galaflunschlick, ein Bronzel, Legios, Quapsel, Mirapla, Hisui Fukano, ein Polaros Reverse und, oh, nice, ein Galagladi Full Art. Sehr geil, richtig cooler Hit aus der Kollektion, Galagladi Full Art. Es ist in dem Fall nur Galagladi V. Ja, wir sind hier noch im V-Zeitalter. Nicht bei den EXs. Wir haben auch noch Pokémon-Karten mit gelbem Rand. Das ist ja schon fast Nostalgie. Aber nice. Geiler Hit. So kann es weitergehen. Wir gehen rein hier in Paradox Rift. Mit einem guten Onix. Ein Flatutu, Leptifux, Geosali, Gelatwino, die Trotzweste, Agilusa,
Geosali nochmal in Reverse. Deoxys und ein Tektas in Holo am Start. Hier leider kein Hit. So, und jetzt kommen wir zum aktuellsten Set. Gewalten der Zeit. Hier mit Eisenhaupt auf dem Booster-Hardwork. Centering bei den Karten sieht man schon auf den ersten Blick Left to Right gar nicht mal so gut. Aber gucken wir einfach mal rein. Wir haben hier jetzt Nomnom, den guten Salvatore, Delfinator, Brüllschweif, Shaman in Reverse, Monozyto und ein Koraidon in Holo. Vergangenheits-Holo, habe ich schon öfter mal gesagt, finde ich total geil mit diesem Farbverlauf da drin. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, letztes Pack. Hier mit Furienblitz. Vielleicht auch dann die Furienblitz alternatives Artwork hier drin. Wäre schon mal was. Komm schon, noch ein EX-Hit zumindest. Ja, hier Yukamori Artwork. Wuffels. Dann haben wir die Energiekapsel aus der Vergangenheit. Ein Megalon. Pico Chiller Reverse. Chiller Bell Reverse, okay. Und ein Horerba in Holo. Ja, die neuen Packs haben leider nicht so gegönnt. Aber hey, wir haben eine Full Art aus der Kollektion gezogen. Galagladivi aus verlorener Ursprung plus die beiden Promos. Also, es hat sich schon ein wenig gelohnt auf jeden Fall. Wenn ihr Interesse an der Box habt, auch vielleicht einfach zum Sealed-Sammeln hinstellen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Der, wenn ihr schon einmal da seid, gerne Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao.